Arnus Hammer. Gott weiß, wie viele Nägel er damit reingehauen hat. Er war immer für mich da, egal was war. Aber als er wollte, dass ich seine Firma übernehme, habe ich ihn hängen lassen. Andi. Ich komme gleich nach. Andi, du warst schon richtig mies drauf, weil du zu spät zur Beerdigung von deinem eigenen Vater gekommen bist. Andi, Arno war doch viel mehr der Vater, den du dir immer gewünscht hast. Wenn du dich nicht richtig von ihm verabschiedest, das wirst du dir dein Leben lang vorwerfen. Ich hab doch gesagt, ich komme gleich nach. Hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ich hab euch nicht zu sehr erschreckt. Denn wie ihr seht, seid ihr mich noch nicht ganz los. Und ich selber kann es mir noch nicht so recht vorstellen. Einigen von euch habe ich Briefe geschrieben mit ein paar Abschiedsworten. Naja, ich habe sie Charlie diktiert, damit ihr sie entziffern könnt. Danke, Charlie. Es kann sein, dass ich einige Namen von euch nicht nennen werde. Das liegt daran, dass ich mich nicht an sie erinnere. Aber jetzt und hier in einem meiner klaren Momente sind sie natürlich eingeschlossen in das persönliche Lebewohl an euch.